Bernhard Langer wird das dritte Mal beim Winston Golf Senior Open dabei sein. Dies verkündete die internationale Golflegende am 17. Juli bei einer Pressekonferenz. Auf dem Konto des aus Deutschland stammenden Rekordmeisters 112 Turniersiege und beinahe alle wichtigsten Trophäen und mehrere Auszeichnungen bis hin zu dem jüngsten Pine Stewart Award 2018. Mit seinen fast 62 will der im US-amerikanischen Florida lebende Großmeister wieder Klasse in der Heimat zeigen. Doch der Sieg im Finale des Winston Golf Senior Open scheint ihm momentan wohl ganz anders als leicht zu sein. Wir haben 60 Spieler aus der ganzen Welt hier am Start, die über 50 Jahre sind, und nur die besten 60 dürfen hier mitspielen. Somit ist die Konkurrenz sehr groß. Der Platz ist auch eine Herausforderung. Es ist ein super Golfplatz hier im Winston Golf. Sie haben zwei schöne Anlagen, aber der Winston Open Platz hat sehr schwierige Grüns mit viel Gefälle. Wir haben hier oft Wind und natürlich das Rough ist auch nicht ganz einfach. Die Bunker sind schwer, somit ist es schon ein sehr anspruchsvoller Golfplatz. Laut eigener Angaben fühlt sich Bernhard Langer immer noch topfit und verbringt bis zu 2 Stunden täglich im Fitnessstudio. Bei dem Turnier lässt er sich von seiner Frau und der ältesten Tochter begleiten.